Hinterher, los. Und Tali setzt nichts ein, weil nichts verfügbar ist. Okay. Aber der Dicke hat was verfügbar. Los, los, los! Bloß weiß ich nicht, wie ich jetzt am besten einen Gegner. Das schafft, den ich eben nicht ausgeschaltet gekriegt habe. Ein Pirat rennt hier noch rum. Ein einziger Pirat. Alter. Und noch einer. Ja, die rennen hier auch richtig mies hin und her. Muss man sagen, das ist richtig scheiße, wie die hier rumrennen. Weil die mal wirklich mal mitdenken. Nehmen wir noch Schildboost aktivieren. Ja, steh auf, Kollege. Los. Alter, ich denke, ich krieg den Typen kaputt hier. Los, los, los! In Deckung! So. Los, los, los! Also spätestens jetzt ist er kaputt. So. Sowas, sowas, wo saß. Sowas, sowas, sowas. Los, los, los! Alter. Alter, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Schnell in die Deckung hier wieder. Das war knapp. Ah, wechselt er wenigstens zu. Pistole? Ja, nein. Ich brauche das Teil hier. Verdammt, sobald ich... So, Einigkeit kann ich noch einmal einsetzen. Nur. Sind auch immer noch zwei Typen, die hier verdammt nochmal ihr Unwesen treiben. Los, los, los! Jetzt weiß ich noch eine Granate. Los, los, los! So, Einigkeit. Renne! Steh auf! Renne! Medige. Schildboost. So. Das läuft momentan besser als... Los, los, los! Alter, jetzt läuft es wieder schlechter, als ich geplant hatte. Ja! Fuck yeah! So, jetzt muss nur Tali aufstehen. Ha! Aha! Geschafft! Wir haben es geschafft, Jungs. Leute, wir haben es geschafft. Jungs und Mädels. Liebe Teilnehmenden, am heutigen Tage habe ich es geschafft, böse Typen zu toten. So, eine leichte Defibrierung des Wandsaves. Leck mich, ich überbrück den jetzt manuell nicht. Das ist sie. Ich kann nicht glauben, dass meine Ahnen diesen Mist je getragen haben, aber zumindest habe ich sie wieder. Ich bin froh, dass wir Ihnen helfen konnten, sie zurückzubekommen. Ich fange ja fast an, sie zu mögen, Shepard. So, Rex berührt die Rüstung seines Großvaters. Dabei wirkt er vielleicht nachdenklich. Es ist immer schwer zu erraten, was Kroganer denken. Dann schüttelt er seine Verwirrung ab und greift wieder entschlossen zu seiner Waffe. Es muss weitergehen. Genau so sehe ich das nämlich auch. So. Dann hätte ich jetzt die Rüstung, nachdem ich alles kaputt geschlagen habe. Ja. So. Das hat jetzt auch wirklich lang genug gedauert, meiner Meinung nach. Jetzt verlasse ich diesen schrecklichen Ort. Wie ich speichere vorher. Es kann immer was passieren. Das Spiel schmiert ab. Ich vergesse zu speichern allgemein. Keine Ahnung, es kann alles passieren. Echt alles. So, jetzt muss ich bloß... Okay, ich will es gar nicht wissen. So. Jetzt einfach nur weg hier. N. Genau, zurück zur Normandie. Dann wäre das nämlich auch erledigt. Und dann mache ich jetzt noch die andere Nebenmission. Auf dem Mond haben wir nämlich eine bekommen. Da ist nämlich das Teil da ausgetickt. Und die brauchen jetzt unsere Hilfe. Ich hoffe mal nicht, dass es genauso viele Probleme dabei gibt.
So, zum lokalen Cluster. Sol, das Sol-System, so heißt halt das System, in der das System, in dem die Erde drin ist. Zu dem die Erde gehört, hört sich besser an, finde ich. So, ja. Das ist das Sol-System. Und wir müssen zur Erde, Erde, Erde. Um genau zu sein, zum Mond. Ah, verdammt. Ja. Um genau zu sein, zur Luna-Basis. Wir müssen auf den Mond. Wir nehmen mit Garrus und Ashley. Soll ich eine hohe Kernkraft? Ah, warte mal, vielleicht ein Techniker? Ach, Gronkh wollte ich schon sagen. Garrus ist ja Techniker. Gut, dann ist es okay. Squad annehmen. Schön, die Erde im Hintergrund zu sehen. Weil hier hatten wir nicht auch noch eine Mission, die wir für Admiral Hackett machen sollen. So. Ja, falscher Knopf, aber auch richtiger Knopf gleichzeitig. So, M. Allianz-Testgelände, da müssen wir hin. Da gab es nämlich Stress. So. Wieder mit dem Flummi-Panzer hin und her fahren. Jo. Ich fahre mit dem Autobus. Nee, ich fahre ja nicht mit dem Autobus. Mit dem gepanzerten Bus. Und das Schlimmste ist ja, ich komme mit dem Teil da echt hoch. Aber ganz ehrlich, gibt es überhaupt so groß. Also ich finde ja. Okay. Bevor ich mich darüber aufrege, ob es wirklich so eine riesigen Krater auf dem Mond gibt, genieße ich erstmal echt die Landschaft. Also nicht die Landschaft, sondern den Ausblick auf die Erde. Das sieht schon ziemlich geil aus. So, und da hinten ist schon so. Da hinten müssen wir hin. Alter, das sieht schon richtig geil aus. Das muss ich echt mal sagen. Oh, 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 oh. Ich will gar nicht wissen. Gut. Es gibt keine natürlichen Mondlöcher. Ist nicht gut. Wir können ja mal versuchen, auf Mars zu landen. Vielleicht finden wir ja Marsmännchen. Okay, wir werden schon akkurat beschossen. Weil diese Mission mache ich einfach bloß, weil es der späteren Story irgendwie ein bisschen dient. Nicht besonders, aber ein bisschen. Schwerer Allianzturm. Ja, ich lasse mich natürlich akkurat treffen. So. Die schalten wir erst alle aus, bevor wir halt in die einzelnen Basen reingehen. Na los. Oh, ein Stufenaufstieg, das ist immer gut. Und ja, ich lasse mich mit Absicht treffen, falls irgendwer fragt. So. Dann noch auf den hier feuern. So. Dann hier aussteigen. Speichern. Jetzt kommt der nervige Abschnitt in dieser Mission. Ich habe die einmal angeschnitten, kann man sagen. Einmal angefangen zu machen und dann aber nicht weitergemacht. So, an die Waffen. Jetzt kommen hier nämlich ganz viele nervige Viecher. Mittelschwere Deschiffrierung, ich habe kein Medigame mehr, verdammt. So. Verdammt, jetzt schaffe ich es auch nicht mehr. Ich hätte es fast geschafft, aber... Na gut, dann lassen wir es sein. Ich finde noch genug Sachen. Weil hier erwarten uns jetzt Energieanschluss. Warte. Weil die Energieanschlüsse müssen nämlich zerstört werden. Ich weiß nicht, ob das auch die sind. Ja, das sind die. Man sieht es schon. Unten links sieht man schon, wie wir vergiftet werden. Das liegt nämlich an diesen verdammten Sicherheitsanschlüssen. Verdammt. Ja, ich schaff's nicht mehr. Ey. Och, fuh dich doch. Naja, ist egal. Auf jeden Fall kommen gleich etliche Gegner. Drohnen, um genau zu sein. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht allzu oft drauf. Verbesserte Angriffsdrohnen fliegen hier nämlich rum. Einfach mal in Deckung gehen und ein bisschen mit der Schrot rumballern. Scheint ja ganz gut zu funktionieren, muss man sagen.
Okay. Die sind alle auf einem Fleck stehen, finde ich irgendwie süß. Das mache ich denn jetzt am besten. Einfach auf das Gewehr wechseln. Und einfach mal darauf losballern. Ja, wenn die natürlich so in einer riesigen Anzahl kommen, dann... Ah, ich bin gerade noch ein Level aufgestiegen, dann kann ich ja vielleicht mal ein bisschen... Letzten Spielstand, das war kurz draußen vor. Okay, diese Nebenmissionen sind irgendwie schwieriger als die Hauptmission, meiner Meinung nach. Aber wir schaffen das, das ist gar kein Problem. Ich renne jetzt einfach rein, erstens. Zweitens erstmal verteilen. Die Punkte. Ich würde sagen, wir packen eins auf Sturmgewehr... wir packen beide auf Spectre, würde ich sagen. Verbesserte Präzision, verbesserte Gesundheit und... Wir packen beides auf Spectre-Training. Einfach nur, weil es episch viel ist und... Weil die Waffen allgemein dadurch besser werden. So. Garus ist schon vergiftet. Das ist ein bisschen dämlich, aber gut. Das muss halt. So. Kann ich speichern hier? Nee, kann ich nicht. So, jetzt. Mir eben gerannt. So. Ja, die Waffe ist natürlich perfekt ausgerichtet gerade. Das ist jetzt irgendwie kacke hier. Garus ist kaputt. Die Energieanschlüsse mal kaputt machen, vielleicht hilft mir das ja irgendwie indirekt weiter. Die verdammt. 4. Spiel ich jetzt mal ein Spielchen, was die hoffentlich nicht mit mir spielen wollen. Oder was hier mitspielen. Schildboost. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Ich glaube, dadurch kann ich in späteren Teilen halt neue Dialogoptionen freispielen. Meiner Meinung nach finde ich das toll. Aber ganz ehrlich, nee, wir lassen es jetzt. Obwohl, eben habe ich auch nicht aufgegeben, aber das war ja auch überwichtig. Das ist jetzt weniger überwichtig. Wir lassen es jetzt einfach. Ich glaube, wir lassen es jetzt wirklich einfach und ja. Es ist einfach besser so. Speichern. Neuer Spiel. Auf dem neuen Spielstand speichere ich das jetzt einfach. Passt schon so. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Ja, es freut mich, dass ihr zugeguckt habt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Sato bei Mass Effect. Ciao.